Guten Abend, meine Lieben. Ich grüße euch. Ich hoffe, euch geht's gut. So, ich konnte mir das Spiel jetzt auch real life noch einmal angucken. Ich musste ja arbeiten, hatte Spätdienst. Ja, erstmal zur Aufstellung. Wir haben ja selber alle ein bisschen gerätselt, wie wir wohl aufstellen, weil Baumgart hatte ja jetzt die Qual der Wahl, außer jetzt, dass Lemperle und Jannes Horn ja fehlten. Es war halt überraschend, dass Uth halt draußen war oder bleiben musste. Und sogar bis zur 82., 83. Minute, ja, auf der Bank schmoren musste. Am Ende des Spiels hat er sogar noch den Siegtreffer auf dem Fuß. Ich glaube sogar, wenn Da Costa war das, glaube ich, den Ball nicht abfälscht, trudelt der Ball an Trapp vorbei und wir gewinnen das Ding. Vorher hätten wir noch verlieren können. Freistoß, Gemurmel da, Hinteregger schießt, abgeblockt, ich glaube von Zichos, bin mir jetzt nicht sicher. Der hätte auch reingehen können, dann stehst du mit leeren Händen da. Von daher müssen wir froh sein, dass wir 1-1 gespielt haben. Unser Tor, was zurückgenommen wurde, war wohl Zentimeter hauchzart mit dem Knie oder was? Ich weiß das nicht. Wohl abseits, ist bitter. Aber gut, gegen Leipzig hatten wir wie Glück und Pech oder was? Jetzt hatten wir wieder ein bisschen Pech. Aber irgendwann zählen die Tore auch für uns, weil es dann eben kein Abseits ist. Aber es ist auch wieder so ein bisschen durch die Blume gesagt. Bei uns ist der Videoschiedsrichter immer aktiv, immer auf 360, als ob da 8 Videoschiedsrichter sitzen, nur um uns irgendwie einen reinzudrücken oder was. Kann da nicht mal einer sitzen, der irgendwie einen Knick in der Linse hat und sagt, nee, ist alles in Ordnung, ist ja der erste FC Köln, die müssen ja auch mal gewinnen. Aber gut, war jetzt das dritte 1-1 in Folge. Für die Frankfurter, glaube ich, das fünfte oder was. Ich meine, die haben mehr Sorgen als wir. Nach dem Tor, was zurückgenommen worden ist. Ich glaube, oder in dem Moment, wo das Tor fiel für uns, war ja nicht klar, dass es abseits war. Ich glaube, wurde jedem Frankfurter ist irgendwie das Blut in den Adern zum Kochen gebracht worden, weil die natürlich stinkig waren. Die wollten das Spiel natürlich nicht verlieren. Die wollten ja selber mal ihr erstes Saisonspiel heute gewinnen. Und deshalb kamen dann halt auch diese wütenden Angriffe, ne? Ja, zu dem 1-1, ja, ist natürlich bitter, wenn die sich alle da eine Kopfnuss hauen da. Aber 8 Minuten ist schon ein bisschen happig, ne? Also mach 5 Minuten und sag, komm, jetzt chillt mal hier mit eurer Gesundheit. Wenn ich jetzt noch länger spielen lasse, ja, es war Spielverzögerung, bla blub, aber jeder war froh, dass sie alle hier leben, da irgendwie vom Platz kommen oder sowas. Und vor dem 1-1, wo wir alle ein bisschen pennen oder sowas, da, wo wir im Mittelfeld an der Einwurflinie, da braucht der Kölner, ich glaube, Skiri war das, oder weiß ich nicht genau, der braucht da nur runtergehen und grätschen, dann gibt es einen verkackten Einwurf für Frankfurt und dann gibt es nicht diese Kontersituation. Aber davor auch, Modest spielt in Fünfer und Andersen grätscht wieder vorbei. Ich habe keine Ahnung, warum der den Ball nicht trifft. Ich weiß es nicht. Oder warum er vorbeitritt in solchen Situationen. Das hat er schon öfter gehabt jetzt in der Saison. Andersen hätte jetzt auch schon 3 oder 4 Saisontore haben können. Ja, gut. Nach dem 1-0 hatten wir direkt ein, zwei Möglichkeiten, wo wir den Ball im Mittelfeld gewonnen haben. Umschaltspiel und gleich wieder Attacke nach vorne. Da kam einmal der letzte Pass nicht an. Da waren Frankfurter noch dazwischen. Das andere Mal hat Kainz zu doll auf Modest gespielt. Der wäre sonst völlig blank vom Tor gestanden. Ja, und dann halt Modest auf Andersen, wo der halt leider irgendwie am Ball vorbeigrätscht und direkt danach fällt das 1-1. Ne, in der 51. Minute der ersten Hälfte. Na, vielen Dank. Ja, Andersen kann eigentlich auch froh sein, dass er nicht rot gesehen hat mit seinem Treten gegen Hinteregger, aber Hinteregger ist auch ein A-Punkt. Der teilt natürlich auch ordentlich aus und ich glaube, der besabbelt dich auch ordentlich im Spiel. Ist natürlich ungeil gewesen, ganz klar. Gut, wir können froh sein, dass es nur Gelb gab. Ja, ansonsten, Thielmann blieb ziemlich blass, als er reinkam. Leider, Benno Schmitz, geiler Ball auf Hector, Hector auf Skiri, der macht ihn rein. Geiles Tor, geiles 1-0. Kilian hat eigentlich solide gespielt, aber gut, auch von Horn erstmal ausgenockt worden, als Meri reinkam. Meri hat insgesamt auch super gespielt, ein, zwei Dinger, ein bisschen wackelig. Aber das haben wir ja irgendwie alle oder unsere Jungs, dass sie gefühlt von 10 Aktionen sind 6 super, eine normal und 3 so, oh Gott, was macht der denn da jetzt? Ne? Ob das jetzt nun Zichos ist, ob das Meret ist oder ob das Kilian ist, ob das sogar auch Hector ist, weil der hat sich auch wieder heute ein paar Mal schwindlig spielen lassen. Aber er hat da so ein bisschen zugegeben, dass ihn irgendwie wohl die Wärme, die Luft heute so ein bisschen zu schaffen gemacht hat. Ja. Schmitz war im Grunde eigentlich solide, easy, auch ein bisschen hektisch teilweise, leider. Da hat er halt heute mal eine Hälfte oder eine Halbzeit oder eine Spielhälfte konnte er halt mitspielen, aber so wirklich bewiesen hat er sich jetzt nicht. Da war die Einwechslung gegen Leipzig schon
besser. Und jetzt konnte er mehr spielen, aber hat jetzt nicht wirklich das zeigen können, dass er sagen konnte, hier, nächste Woche spiele ich Chef. Ja, Schaub war bemüht, war jetzt auch ja, ein Spiel komplett draußen. Ja, wie gesagt, Duda kann man jetzt nicht, Duda sage ich schon, Entschuldigung, Uth für Duda. Die Einwechslung kurz vor Feierabend da, ja, Uth kann man jetzt nicht wirklich was anhaken da. Er hatte den vermeintlichen Siegtreffer auf dem Fuß gehabt, sollte nicht sein. Duda hat insgesamt auch wieder gut gespielt, deswegen war auch zu Recht, dass er gespielt hat. Ja, was gibt's sonst zu sagen? Die Spieldaten sind alle pro Köln. Ja, also ich bin zufrieden. Ich habe mit dem 3-2 bin ich reingegangen für Köln. Habe aber auch gesagt, wieder wie gegen Leipzig, ein Unentschieden nehme ich natürlich mit. Ja, ansonsten, der Support war geil von den Fans, die da waren. Vielen Dank. Ja, die Frankfurter haben aber, wie gesagt, gerade zweite Hälfte auch gut gespielt. Erste Hälfte hatten sie auch ein, zwei Chancen. Das Spiel hätte auch, wie gesagt, 3-3 ausgehen können oder 3-2 für uns, 3-2 für die. Das war auch wieder nachher so ein Hin und Her da, weil, wie Hector auch schon sagte, wir haben so ein bisschen die Ordnung verloren da. Und ja, wenn wir endlich mal diese Chancenverwertungen auf 60% hochschrauben könnten oder sowas, dann wären wir ja jetzt schon punktgleich mit den Bayern. Ne, aber gut, da wollen wir ja nicht hin. Aber es wäre halt mal schön, wenn wir aus unseren Torschancen auch mal mehr Ertrag machen würden und dann auch mal diese Spiele dann wirklich mit 2, 3 Toren dann auch gewinnen. Ne? Also nicht 2-3-0, aber 3-1, 2-1, ne? Weil die Möglichkeiten sind ja da. Gut, dann schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die Aufstellung gefunden habt, wie ihr das Spiel gefunden habt, wer gut, wer schlecht war. Ich würde mich freuen. Bis dahin, gute Nacht, haut rein.